nötigen Zeiten geradezu ein Fliegengewicht. Und weil das eben halt so schön dünn und leicht ist, verschwinden die auch relativ problemlos in jeder Hosentasche. Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, 66 mm Breite, 70 mm Breite bedeutet, auch wenn man das Gerät mal mit einer Hand bedienen muss, kommt man relativ gut überall hin, selbst hier beim 5 Zöller, beim kleinen 4,5 Zoll ist es sowieso kein Ding. Auch das ist ja heutzutage, hat so ein bisschen Seltenheitswert. Von daher finde ich das durchaus mal eine angenehme Abwechslung. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon gesehen. Hier drüben, da finden sich zwei Slots für die Nano-SIM, also die ganz, ganz kleinen. Und das hier ist für die Speicherkarte. Offiziell übrigens bis zu 64 GB nur. Wir haben es aber auch mal mit einer 128 GB Karte von SanDisk probiert. Überhaupt kein Problem. Also auch das funktioniert. Bedeutet aber auch, dass man hier den Akkudeckel nicht öffnen kann. Das heißt, erstmals bei Samsung seit langer, langer, langer Zeit überhaupt kann man da den Stromspeicher nicht selber austauschen als Kunde, fest verbaut. In beiden Fällen übrigens Lithium-Polymer, 2300 mAh beim Großen, 1900 beim Kleinen. Und damit ist die Relation zur Displaygröße, und das ist ja immer der ärgste und hungrigste Stromverbraucher, absolut identisch und in beiden Fällen so ein bisschen unterm Durchschnitt, 7%. Allerdings sind beides auch Super AMOLED-Displays, bedeutet dunkle Pixel verbrauchen nicht so viel Strom, schwarze gar keinen. Und damit ist Samsung ja in den Tests immer sehr, sehr gut gefahren, denn die haben in den allermeisten Fällen vergleichsweise lang gehalten, die Akkus. Deswegen mache ich mir jetzt bei diesen beiden hier auch keine Sorgen. Aber man muss auch wissen, dass es natürlich andere Preise sind. Unverbindliche Preisempfehlung hier 399 €, hier sind es 299 €. Und da ist natürlich nicht nur das Display ein bisschen kleiner. Also in der Fläche macht das übrigens einen Unterschied von 21%. Für 100 € hat sich natürlich noch schon ein bisschen mehr getan, vor allen Dingen die Auflösung halt. Hier beim Großen sind es 720 x 1280. Beim Kleinen sind es 540 x 960 Pixel. Bedeutet vor allen Dingen, dass halt auch die Pixeldichte eine etwas andere ist. Und ich zoome jetzt mal ran, damit man sich das hier so ein bisschen ansehen kann im Menü. Hier sind es 295 ppi und hier 244 ppi. Beide sind ziemlich mager. Das sind 34% Unterdurchschnitt, 55% Unterdurchschnitt. Also in beiden Fällen wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Aber man darf sich von diesen Zahlen jetzt auch nicht allzu sehr kirre machen lassen. Deswegen zeige ich jetzt hier einfach mal ein identisches Foto auf beiden Geräten. Hier muss ich es noch ein kleines bisschen, nee, das hier müssen wir etwas, so glaube ich, so, jetzt ist es ungefähr die gleiche Größe. Und wenn man jetzt mal auf einige Details achtet, beispielsweise jetzt hier so diese Turmspitzen da oben, ich kann das hier gerne auch mal hier mit der optischen Lupe nochmal zeigen, da erkennt man bei beiden nicht wirklich viel. Also ich glaube, da braucht man sich dann auch wirklich nicht mehr über diesen Unterschied von den paar ppi da jetzt aufzuregen. Es ist bei beiden ziemlich mager, aber man sieht halt, es ist scharf, es ist, ich vergleiche es gerne immer so, das ist DVD. Klar macht eine Blu-ray das schärfere Bild, aber braucht man das jetzt wirklich zwingend? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was macht man damit? Schaut man viele Fotos und Videos und legt man Wert auf eine möglichst gute Bildqualität, muss man halt ein bisschen mehr anlegen, aber so für Texte, E-Mails beispielsweise, Webseiten, News oder sowas, was halt anfällt, reicht das völlig aus, alles kein Problem. Ein paar Unterschiede gibt es aber noch zu wissen. Hier haben wir es jetzt mit einer Kamera mit knapp 13 Megapixel zu tun, beim A3 sind es 8 Megapixel. Videos werden übrigens in beiden Fällen mit Full HD aufgenommen. Frontkamera wieder absolut identisch. Fotos in 5 Megapixel, Videos auch in Full HD. Das sieht man relativ selten in dieser Preisklasse, dass es hier vorne auch Full HD ist. Das ist also für Skype beispielsweise natürlich sehr angenehm. Ja, und es ist natürlich auch derselbe Prozessor drin. Das ist jetzt der neue Snapdragon 410. Bedeutet 4 Kerne, 1,2 GHz, ist jetzt nicht die Welt. Grafikmodul ist das Adreno 306 und dann haben wir hier 2 GB Arbeitsspeicher und beim Kleinen sind es 1,5, aber wie gesagt, der muss ja auch weniger Pixel berechnen hier für sein Display, deswegen dürfte das bei den Benchmarks relativ gleich hinterher ausgehen. Werden wir natürlich alles noch austesten, auch einen Akkulaufzeittest und so weiter, keine Frage. Ja, die restliche Ausstattung wieder identisch und das sehr, sehr gut. Also LTE mit Cat 4 bedeutet 150 Megabit pro Sekunde im Download, nominell natürlich.
In UMTS-Netzen Dual-Cell HSPA bedeutet 42 Megabit pro Sekunde, Bluetooth 4.0, NFC, Android 4.4.4 und natürlich auch, man hat es ja vorhin schon gesehen, die typische TouchWiz-Oberfläche, wie man sie kennt. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr näher drauf einzugehen. Beide haben übrigens nicht Wireless LAN AC, den aktuellsten Standard, sondern nur Wireless LAN N. Und da muss man auch noch wissen, das Große unterstützt 5 GHz. A5, Nomen ist Omen, und das kleine, nur das etwas ältere 2,4 GHz Band, das ist halt manchmal so ein bisschen überfüllt, deswegen wäre 5 GHz ganz gut, aber ist jetzt auch, glaube ich, kein Drama für die meisten Fälle. Also das ist auch noch so ein ganz kleiner Unterschied, den man vielleicht wissen sollte. Damit hoffe ich jetzt, so einen guten ersten Einblick gegeben zu haben in die beiden neuen Modelle. Wie gesagt, unverbindliche Preisempfehlung hier, 399 Euro, 299 Euro. Ab sofort verfügbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Verivox.de. Da sparen Sie mit Sicherheit.